Ja, wir führen heute unsere vierte Dackelwallfahrt durch, beziehungsweise die Wallfahrt mit den Dackelfreunden. Wir sind ein Dackelverein, der hauptsächlich für die Zucht und den jagdlichen Einsatz der Dackel verantwortlich ist. Als wir die erste Dackelwallfahrt, oder ich muss sagen Wallfahrt der Dackelfreunde, angemeldet haben, war man bei der Wallfahrtsleitung etwas irritiert, aber hat uns die Wallfahrt aber doch genehmigt. Die Tiersägen werden sehr nachgefragt und es spricht sich auch rum. Es hat auch im Jahr 2000 klein begonnen mit einer kleinen Gruppe. Und heute dachten wir, wegen dem Wetter werden nicht ganz so viele kommen und waren doch so wieder so 150 Leute da. Das ist schon ganz enorm. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Habe ich schon, ja? Egal welches Pferd mitgeht, es geht stellvertretend für alle. Ist ja im Prinzip auch mehr ein symbolischer Akt, die ganze Angelegenheit. Heute ist Pferdesegnung in Neuss. Am Münster. Und dafür putzen wir die Pferde so ein bisschen raus. Wenn die sonst so mit langer Mähne auf der Wiese laufen, dann werden die heute richtig fein rausgeputzt, als ob es zum Turnier geht. Denn irgendwie ist das eine schöne Sache, dass so eine alte Tradition wieder auflebt. Und ich hoffe, dass der Manni auch ein bisschen Spaß daran hat. Und wir wollen heute zusammen Gottesdienst feiern, wie jedes Jahr eigentlich. Und jedes Jahr haben wir ein Motto. Und ich weiß nicht, ob ihr mit dem Motto was anfangen könnt. Ich sage es mal einfach: Nicht jedes Tier hat Schwein. Ich sage das mal so: Es gibt Tiere erster Klasse und zweiter Klasse. Die erste Klasse haltet ihr in den Händen, die sitzen gerade vor euch, die habt ihr lieb. Die zweite Klasse ist hier abgebildet. Kühe, Hühner, auch Esel, nicht in unseren Breiten, aber in anderen Ländern. Schafe, Schweine, eure Tiere, die ihr mitgebracht habt, sie sind euch heilig. Ihr kennt ihren Charakter, ihr kennt ihr Wesen. Und wenn dem Tier etwas fehlt, wenn es krank ist, wenn es ihm schlecht geht, dann beunruhigt euch es. Ihr lauft zum Tierarzt, gebt unheimlich viel Geld aus dafür, eben weil ihr dieses Tier liebt. Die anderen Tiere sind Nummern. Sie leben in Massen und sie haben keinen eigenen Wert. Wie weit wir von ihnen weg sind, wie weit? Also der Segen ist in der katholischen Kirche ja gebunden an den Amtsträger. Wir haben dieses Amtsverständnis in der evangelischen Kirche nicht. Deswegen erteile nicht ich den Segen, sondern ich bitte um den Segen, der von ganz woanders herkommt, spirituell. Der Mensch muss sich natürlich darauf einlassen. Und so segne Gott euch, die wir ja auch Tiere sind.